Wunderschönen guten Tag zusammen an diesem Montag. Es ist Montagmorgen und ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich die letzten 3 Tage nicht geschlafen. Weiß überhaupt nicht, was das soll. Aber wir sind in Tampel und müssen mal wieder ein neues Krankenhaus hochziehen. Und ich will hier Pause machen, bevor der Erste hier ankommt. Warum kommst du? Auf dem Weg zur Aufnahme. Wo willst du behandelt werden, mein Freund? Also die Aufgabe ist, Patienten zu heilen und so weiter. Das Ding war vom Szenario her, haben die uns gesagt, hier kommen oft Brüche. Deswegen haben wir die Frakturstation. Ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal so ein bisschen einmal so die 3 Grundräume bauen zur Diagnose. Eine Station noch. Und dann gucken wir mal, was denn hier so Sache ist. Damit können wir mal anfangen. Ich würde auch sagen, so 3x4, also wenn die Räume 3x3 sind, reicht halt so ein 3x4 Raum. Ob der jetzt da bleibt oder nicht, ist ja erstmal egal. Wir können die ja verstellen, wie wir wollen. Mittlerweile geht das ja ganz gut. So. Geht auch. Den können wir jetzt wieder vollklatschen, bis der Stufe 4 ist und ja, ich gehe mal fest davon aus, dass wir später wieder mehrere Räume davon brauchen. Also so, das Ding ist halt nur, wir haben hier nicht viel Platz. Oh, Kaffeemaschinchen. Da macht der Arzt sich die noch selber. In unserem Krankenhäuschen hier. So, Prestige 3. Zertifikat und das war's, ne? Ne, Anschlagbrett noch. Und die Uhr. Dann noch die Zeichnung von den glücklichen Kindern, die alle geheilt wurden. Und ne, einen Stuhl brauchen wir nicht. Okay, wie viel fehlt uns noch? Oh, die Hälfte. Alles klar. Ah, in das Bücherregal, ja genau. Tada, Stufe 4. Gut, da haben wir unsere kopierbare Arztpraxis. Ja, da brauchen wir einen Arzt für. Ist mir klar. Jetzt sind wir natürlich wieder... Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt kriegen wir wieder Angestellte, die schon vorgebildet sind. Und da passt das ja nicht immer perfekt zusammen, was die da für Weiterbildung haben. Aber bei den Ärzten sieht es gerade eher so... Ja, mau aus, würde ich mal sagen. Guck mal hier, 10% mehr Tempo. Und da will der direkt 24.000 für Haar. Achso, der ist auch schon Stufe 2. Naja, also hier ist zum Beispiel Arzt-Diagnosekompetenz. Braucht er eigentlich nicht. Es gibt doch keinen Raum, wo Ärzte arbeiten. Warte mal, Arztpraxis, Psychiatrie... Es gibt keinen Raum, wo Ärzte arbeiten, wo denen die Diagnose was bringt. Weil du kannst immer gezielter ausbilden. Deswegen würde ich Edmund Spül hält das Leben von energiegeladen, unmotiviert. Energiegeladen, unmotiviert, was ist das denn? Ja, läuft langsamer. Nice. Tschüss, Antonia Popper. Benja. Hat Potenzial, hält das Leben für eine romantische Kunde, will mehr Geld. Ah, deswegen. Nö, also Edmund Spül, der ist zwar langweilig, rechnet aber auch nicht mit Mitgefühl. Mein Gott. Eddie, sei mal ein bisschen anders. Okay. Apotheke ist noch sehr wichtig. So, wenn die hier so... diagnostiziert worden sind, dann gehen die hier so rüber und dann können wir von hier aus jetzt, warte mal, wo habe ich denn den, da habe ich den hingemacht, das heißt theoretisch könnten wir hier einen Raum hinpflanzen, oder? Sehe ich das falsch? Das ist irgendwie, nee, das wäre zu eng, also machen wir den so 4x3. So, das ist doch okay, oder?
Ist das jetzt eigentlich der Scanner? Das ist der Scanner 1, ne? Oh, da muss ich gleich mal gucken. Den dürften wir ja upgraden können auf Stufe 3. Also 2 auf jeden Fall. Bei 3 bin ich mir unsicher. Ja, gleich mal gucken. Ach ja, Heizkörper, da muss ich drauf achten. Stimmt, das ist ja hier sogar ein Ziel. Was eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass es nicht so ganz easy sein sollte, die Temperaturen hier in den Griff zu bekommen. Aber... ich finde das Anschlagbrett neben dem Kaffeeautomaten eigentlich sogar recht sinnig. So, du brauchst einen Stuhl. Zack. So, Prestige 3. Am Anfang muss man, also ich würde, glaube ich, auch die Räume nicht mehr nochmal bauen. Sondern einfach hingehen und dann immer wieder kopieren. Das ist echt super. Das Ding steht nicht am, nee, das steht nicht an der Wand. Ah. So, genug Zertifikate. Ja, ja, ja. Ich habe doch eben schon jemanden gesehen, der da mit Apothekerei vertraut ist. Und ist sogar noch Samantha Blizzard. Oh, nice. Klassenclown, hygienisch, grüner Daumen. Nice. Du bist dabei. So, und jetzt können wir eigentlich schon laufen lassen. Immer noch ein Hausmeister dabei. Tatsächlich ist die Mechanik schon mal ganz gut. 25.000 finde ich für einen Hausmeister zu krass. Und Weiterbildungslehrgang habe ich noch nie benutzt. Also Wladimir Windmüller, wäre toll, wenn du einen grünen Daumen hast. Nice. So, dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die allgemeine Langeweile. So. Ach ja, Hitze. Beziehungsweise Temperatur allgemein. Wie sieht's denn da aus? Okay, hier ist ziemlich warm drin. So, oh, jetzt muss ich... Dadurch, dass die natürlich hier reinkommen, muss ich natürlich jetzt hier auch Heizkörper bauen. Ich hoffe, die laufen straight, weil dann reichen ja die Heizkörper eigentlich, wenn wir die hier so hin machen. Dann muss ich nicht hier auch noch Heizkörper hinstellen. Ja, hier auf jeden Fall... %60, okay, habe ich geschafft. Nice! So, ein, zwei Abfalleimerchen noch. Da. Da. Ja, von mir aus auch da. Da sind wir mal großzügig mit den 50 Dollar. Ein paar Hübschigkeitpflanzen. So, beim Eingang, das ist doch immer ganz schön. Da stören die eigentlich auch niemanden. Ja, so neben der Heizung macht eine Pflanze sich ja immer gut. Zack. Da wir hier eh nichts anderes hinmachen werden, gehe ich mal von aus, ist das doch ganz schön. Okay. Ah ja, essen und trinken, wir haben es vergessen. Wo wartet ihr denn so? Pausenraum würde ich, glaube ich, hier nicht hinmachen. Habe ich gerade kurz drüber nachgedacht. Aber den kann ich woanders hinstellen. Hier kommt nachher noch irgendwie, keine Ahnung, allgemeine Diagnose hin oder sowas. Zack. Ah ja, Toiletten. Oh Gott. Der generiert doch auch Einkommen, oder? Am Anfang natürlich wahrscheinlich, also nicht ganz so viel. Pams, Junge. So, dann machen wir hier. Das reicht doch von einer Seite. Wo stellen wir denn das Bücherregal hin? So, das könnt ihr euch da holen. So, jetzt sollte es aber erstmal reichen. Jetzt brauchen wir noch einen Assistenten, der hier in dem Laden da arbeitet.
Oh, wir können mal laufen lassen. Erhöht die Zufriedenheit. Peggy, grantig. Will mehr Geld. Nee. Dann wird er halt noch nicht verkauft. Dann habe ich halt noch einen Tag Zeit. Bis sich Lilly feucht bewirbt. Hat einen grünen Daumen. Will aber auch mehr Geld. Warum denn? Die ist allerdings kundenbetreuungstechnisch dabei, emotional, sehr intelligent. Kann ich Auto fahren? Ja, kommst halt mit dem Hubschrauber. Hier, zack. Ne, du arbeitest in dem Laden. So, und jetzt gucken wir mal, was so die Bedürfnisse der Leute sind. Oh, was sind das? Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Fredwood Mayonnaise, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklammert. Wow. Eins. Wir sind uns aber nur zu 82% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnose... Ja, okay, dann bauen wir halt noch eine allgemeine Diagnose. 82% ist schon viel, aber wenn ich... Naja, 18% fail, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. So. Schön unterm Fenster. Da liegt sich am besten. Ja, Feuerlöscher, komm. Desinfektion ist wichtig. Genauso wie ein vernünftiger Heizkörper. Okay, Poster zuklatschen. Die mit ihren Zertifikaten. Zahl. Kann ich die Sachen nicht einfach irgendwie so aus früheren Krankenhäusern kopieren? Und einen Stuhl. Neben der Kaffeemaschine natürlich. So. Ah ja, Stufe 3, machen natürlich Stufe 4. Und dafür brauchen wir jetzt einen Pfleger, der am besten eine Diagnoseausbildung hat. Fuck. Da müssen wir jemanden ablehnen. Oder wir stellen schon mal Numero 2 ein für die Apotheke. Die ist nämlich hygienisch, energiegeladen, inspiriert und hat Behandlung. Also das ist eigentlich eine gute Kombo. Du kannst ja mal anfangen da zu arbeiten. Das ist jetzt nicht so tragisch am Anfang. Ich werde dich gleich umstecken. So, was denn hier Temperatur? Angenehm. We're missing. Kann durch ein Upgrade leistungsfähig werden. Ah ja, der Medikamentenmixer. Stimmt. Mach mal. Das Ding auch. Oh, guck mal, die Spaß hat. Finde ich gut. So, jetzt knüppel da mal schneller drauf rum. Ah, dort ein bisschen. Am Anfang rennen die uns ja auch nicht so die Bude ein. Also ich glaube nicht, dass ich am Anfang jetzt hier 75.000 Zimmer brauche. Das ist echt ganz schön limitiert, der Platz. Hä, warte mal, habe ich nur ein Grundstück? Ah, ne. Zwei, drei. Habe ich eh noch nie gebraucht, den Platz. Könnte diesmal wirklich auf die beiden hinauslaufen. Gucken wir mal. Was ist das denn? Alles schon erst im Knochenbruch. Ach du Schande. Ich habe noch keinen Patienten geheilt. Ja, die Arzt, die Apotheke ist ja auch gerade besetzt. Wie viel Geld geben die denn hier so aus? Einmal Blumen bitte. $100. So krank kann doch gar keiner sein. Okay, die Arztpraxis wird jetzt schon voll. Da ist schon der erste mit Knochenbrüchen.
Wir brauchen eine Frakturstation. Da wurde uns ja von Anfang an gesagt, die werden wir brauchen. Also bauen wir die mal vor der Station. Natürlich die Frage, wer arbeitet denn da? Krankenpfleger. Okay. Wie groß muss das Ding sein? Mindestens 4x3. Also wenn wir es 4x4 machen. Ich bin mir noch unsicher. Gucken wir erstmal. Ich weiß nicht, was hier alles reinkommt. Bei einer normalen Station würde ich sagen, die Größe ist okay. Ungültige Eckenplatzierung. Alter, das macht mich wahnsinnig. Sieht aus wie eine normale Station erstmal. Tricked you. Was ist das denn? Wo ist denn hier vorne? Sieht aus wie das Ding von der Mini-Playback-Show, wo man so reingeht und dann... Ach du, was ist denn das? Das sind Betten! Ah, die müssen an der Wand sein. Ach du Schande. Ja, wenn das hier extra so eine Mission ist, gucke ich mal, dass wir hier mindestens noch so ein Zimmer hinbekommen. Extension-Bett. Also so sollte das wahrscheinlich schon sein. Das ist der Gipsgießer. Ah. Mensch, das kann ja keiner ahnen. Das wird hier schon wieder alles so voll. Mit einem Zimmer die Waage. Ja, Leute, hier, das ist alles ein bisschen eng. Ah ja, klar, weil ich da eine Ecke gemacht habe. Ihr wollt mich doch veräppeln. Das ist ja ein krasser Raum. Ungültige Eckenplatzierung. Ich hasse diese Nachricht. Ja, ja, die müssen da... Der ist sehr riesig, der Raum. Ja, nee, da klatsche ich hier aber auch noch ein Bett hin. Ungültige Eckenplatzierung, ungültige Eckenplatzierung. Oh, da darf man reingehen. Ach so, das ist aber nett. Ja, mach mal die Spinne kurz da weg. Da kommt hier noch ein Bett hin, Freunde. Also, das. Holy shit. Das ist riesig, der Raum. Wahrscheinlich kommen normale Stationspatienten nicht dahin. Ist ja klar. Gucken wir gleich mal. Was haben wir denn hier alles noch? Der Aktschrank, der steht. Die Waage, der Abfalleimer. Feuerlöscher macht sich wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Scheinbar doch. Desinfektion, das ist wichtig. Mensch. Dann stellen wir die... So. Dann steht die halt da mitten im Raum. So richtig demonstrativ. Ah ja, Heizkörper. Ach du Schande, das Ding ist ja riesig groß. Jetzt muss ich ja gucken, dass das Ding hier auch noch beheizt ist. Ich habe zu viele Sachen, die man in so einen Raum stopfen kann. Dass man aber auch... Also ganz ehrlich, wieso kann denn da kein Heizkörper hin? Das riecht mich schon ein bisschen auf. Kommt der Arzneischrank halt da weg. Ich brauche auch eigentlich keine drei Spinde hier drin. Kann man den wegmachen? So.
Den können wir auch irgendwo hin klatschen. Da. Oh, warte mal. So. Problem gelöst. Und eine Kaffeemaschineninsel. So. Das mit den Postern gucken wir gleich. Jetzt geht es erstmal um Temperatur. Achso, wird natürlich jetzt noch nicht angezeigt. Das dürfte nicht reichen. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Deswegen gucken wir gleich mal. Bisschen Hübschigkeit. So, die Zertifikate, die können wir jetzt hier hinklatschen. Und die Tabellen, Pyramiden und keine Ahnung was. Gehen nicht hinter so ein Bett. Warum nicht? Ah ja, der Feuerlöscher fehlt noch. So. Schon sind wir bei Prestigestufe 4. Das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Geschafft. Mein Gott. Gucken wir mal wegen der Temperatur. So, da muss jetzt ein Pfleger rein. Eieiei. Eieieiei. Ob es eine spezielle Weiterbildung gibt für... Also ist das hier... Nee. Frakturstation... zählt als Station. Ja, nice. Bernie, du bist ja ein bisschen grantig, aber perfekt geeignet. Und jetzt müssen wir langsam schon gucken, dass wir die Leute ein bisschen dirigieren, wo die denn arbeiten. Damit das nachher nicht wieder in völligem Chaos ausufert. Du machst mal nur die Frakturstation. So, ihr beide macht mal die Apotheke. Ja, ist doch scheißegal, wenn da keiner arbeitet. Das haben wir ja auch noch nicht. So, ihr beide leitet da mal die Apotheke, ihr macht das. Dann holen wir uns vielleicht noch jemanden für die Station. Gleich. So. Ich hoffe, die Leute müssen jetzt nicht allzu lange warten, um da in die Station zu kommen. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen kalt. Oh, da ist jetzt ein bisschen warm. So, wieso arbeitet hier keiner in der Diagnose? Da hatten wir doch... Ja, so Angela Galaxy wäre doch völlig überqualifiziert für die Diagnose. Na, warten wir mal eben noch 3 Tage. Komm jetzt, hau mal fertig da. Zack, zack, zack. Na endlich. Ja, Tatsache. Theoretisch geht er auf 3, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein paar Leute heilen. Nur gar kein Geheil. Was war das? Achso. Langsam wird nämlich auch Geld knapp. Und wir brauchen noch einen Pausenraum. Und Toiletten. Warte mal, können wir die Toiletten nicht hier neben den Laden machen? Oh, nee, das geht nicht. Nee, 3. Nee. Ja, möchte ich. Vielleicht werde ich dieses Lädchen mal auf die andere Seite stellen. Mich dahin. Dann könnten wir die Toiletten nämlich doch hier oben platzieren. So. Das ist auch ein bisschen knapp, ne? Aber egal. Dann werden wir das Lädchen einfach ein bisschen umplatzieren. Da geht natürlich die... Egal. Ich riech mich nicht auf. Da.
Schwierig, schwierig. Mache ich jetzt eine ganze Toilette da weg? Nur für eine Pflanze und ein bisschen Poster und so. Nee. So. Dann sollten wir das Bütchen vielleicht doch hier hin machen. Ja, zur Diagnose müssen ja alle Leute. Ja, ich weiß. Habe ich doch schon gebaut, den Zweier. So. Tutum. Station benötigt. Portis Head. Betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Portis Head leben. Okay, dafür brauche ich eine Station. Nee. Also ja, die können wir gleich hier hinsetzen, aber ich brauche erstmal einen Pausenraum. Jetzt geben wir meine Angestellten, nämlich Riot. Ich brauche noch einen Arzt, ich brauche noch einen Pfleger. Wie sieht denn das da aus? Diagnosetechnisch. Camilla Riot. Motiviert, hat Potenzial, charmant. Ja, die bilden wir weiter. Ich gebe auch aufsteigenden... Ach so, deswegen arbeitet da keiner. Gib auch aufsteigenden Sternen eine Chance. Also, ihr beiden da rockt die Apotheke. Bernie macht da erstmal die Fraktur alleine. Du machst die allgemeine Diagnose. Okay. Der Hausmeister hat auch schon gut was zu tun. Station benötigt. Okay, das scheint wohl öfter aufzukommen. Also, Pausenzimmer und Station. Problem ist Pausenzimmer. Pausenzimmer können wir eigentlich hier in die Ecke machen. Wie groß geht das denn? Also ist doch okay. Was? Nee, also die Pflanze muss gleich da weg. Wie das jetzt schon? Ja. Das sieht ein bisschen arg kacke aus, aber funktioniert. Ja, solange es funktioniert, kann es keine dumme Idee sein. So, hier gibt es zwei Spinde, damit jeder seinen Quatsch da reinmachen kann. Machen wir wieder so eine schöne Sitzecke. Fernseherchen. Machen wir hier ein bisschen was für Workout. Holy Mann. So, zack. Natürlich müssen meine Angestellten auch dementsprechend essenstechnisch versorgt werden mit dem guten Essen aus dem Snackautomaten. Ja, da verstehe ich nicht, warum es nicht das Zimmer Kantine oder so noch gibt. Da könnten ja auch Patienten essen. Und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ein Krankenhaus eine Kantine hat. Direkt neben dem Mülleimer. Desinfektion. Kaffeemaschine ist dann hier hinten. Da. Ja, kriegt ihr noch so einen Süßigkeitenspender. Und wenn ihr Langeweile habt. Da ein bisschen was zu lesen. Pflanze, weil hier ist schön. Die müssen natürlich wissen, wann die Dienst haben. Und wann Zeit ist, hier wieder Abgang zu machen. Stufe 4 ist da erstmal okay. So. Das ist auch so geil. Kommst rein. Oh, Wand. I like it. Jetzt müssen wir nochmal nach Temperatur. Ah, stimmt, da fehlt eine Heizung drin. Hoppla. Ist das denn so wichtig? Aber temperaturtechnisch sieht unser Krankenhaus da eigentlich schon ganz gut aus. So, jetzt müssen wir eine Station bauen. Dann brauche ich da aber wieder mehr Angestellte. Also, dann brauche ich zwei Pfleger, die dann die Stationen hier machen. Aber Station wird verlangt, also brauchen wir die auch.
Nee, nee, die Station wird schon... Warte mal. 1, 2, 3... Das würde dann auch noch gehen. Also noch ein Zimmer würde dann hier reinpassen. Nee. Moment. Eine Reihe weniger. 4x4 ist es jetzt. Weil dann kriegen wir hier noch ein 3x4 Zimmer hin, oder? 1, 2, 3, 4. Ne, ist sogar 5. Oh, mal gucken. Aber da passt noch ein Ding hin. Jetzt lass uns erst die Betten verteilen. Vielleicht so. Gucken wir mal. Vielleicht reichen auch zwei Umkleiden. Brauchen wir noch den Wandmonitor. Wow. Na, geht doch. Achso, das Stations. Die Schwesternstation fehlt noch. Oh Gott, ich sehe es schon. Ungültige Eckenplatzierung von der Türe. Deswegen machen wir die da hin und die Tür, die kommt hier hin. Ha! Fuck you. Können wir nämlich hier einen Arzneischrank hinmachen und vielleicht noch einen Aktenschrank. Ja, nice. So, was ist denn hier Heizkörper? Heizkörper ist essentiell. Deswegen bauen wir den mal zuerst. Wow. Das ist ein warmes Bett. Das auch. Gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Abfalleimer daneben. Das ist natürlich alles irgendwie wieder klatschi-klatschi. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Könnte mir auch vorstellen, hier gibt es ein bisschen Stau, aber das werden wir dann feststellen. Hier ist ja noch Platz. Ah, nee, Quatsch, sonst kommt man da nicht ans Bett ran. Ja, Zertifikate, Ernährungs... irgendwie. Ja, guck mal. Guck mal, einmal alles posten. Na, doch, die Zeichnung. Zertifikat kriegen wir dann dahinter. Und Stufe 4, nice. Okay, Station fertig. Bank. Aber dann vielleicht hier nochmal so einen Zeitschriftenautomaten und einen Abfalleimer. Pflanze wäre wahrscheinlich auch noch ganz schön. So. Ja, und jetzt die Angestellten. Wie sieht es jetzt temperaturtechnisch aus? Also Station ist cool. Das ist schon fast zu warm. Naja, lassen wir das erstmal. So, Schwestern. Ich brauche neue Schwestern. Noch 9 Tage, oh weia. Notfallfraktur. Heile 5 Patienten mit Armleuchter. Nee, lass mal. Ja, ja, Weiterbildung. Junge, komm mal auf den Teppich. Was macht er denn? Geht nach. Achso, haben wir nach Hause geschickt. Jetzt schon? Der Hausmeister ist jetzt schon befordert. Ich hoffe nicht. So, wie sieht's aus? Ich brauche Leute, die hier gewillt sind, in der Station zu arbeiten. Komm schon. Sei cool. Be cool. Du bist cool. Weil... Perry. Nee. Und was? Warte mal, wieso arbeiten die denn jetzt beide da?
Hey, hier, du musst verkaufen. Du sollst doch verkaufen, Lilly. Zack, zack. Geh mal verticken. Ich glaube, den PC verkaufe ich. Und dann sage ich ihr, die soll das machen. Warte mal, so. Und jetzt kann sie nämlich hier arbeiten. Das heißt, wenn er nämlich Pause macht, dann geht sie hoffentlich hier hin. So, da müsst ihr beide nicht arbeiten, das haben wir nicht. Der Medikamentmixer 2, ja, der kann upgradet werden, aber ich brauche Personal. Das bringt mir nichts. Radiologie, Leute, ey, ihr habt Weiterbildung benötigt. Ich habe noch gar kein Weiterbildungszimmer, Freunde. So viel Geld habe ich nicht. Also hier könnte ich vielleicht ein Weiterbildungszimmer machen. Aber ich habe viele andere Sachen noch nicht. Keine Kardiologie. Wobei, vielleicht brauchen wir was. Was will die denn? Befördere 3 Mitarbeiter. Wie soll ich den befördern? Das geht doch so gar nicht. Wer kommt denn da? Ach so, die Fraktur, Leute. Ich kann nicht weiterbilden. Oh, wer ist das denn? Now for some news. Lecturers at the local teaching hospital. Kommt schon, ja, zumindest Patientenbetreuung und ein Weiterbildungsplatz. Dann könnten wir Orlak Finspeter für die Station ausbilden. Okay, ich muss ausbilden. Ich muss weiterbilden. Also anders geht es nicht. Zack. Du rockst jetzt hier die Station. Ist zwar noch nicht ganz so pralle, aber das ist dann auch egal. Ich glaube, der arbeitet besser in der Fraktur mit der Stationsverwaltung, weil da kommen, glaube ich, mehr Leute. So. Jetzt haben wir zumindest erstmal die Räume besetzt. Doppelbesetzung haben wir noch nicht. WC-Warzen ist okay, weil die gehen zur Apotheke. Doch, die Apotheke habe ich theoretisch doppelt besetzt. Was macht ihr denn da? Was soll das denn? Ja, also wird wahrscheinlich das Weiterbildungszimmer doch relativ wichtig. Das Problem ist nur, die Kosten dafür. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht 12 Mitarbeiter hier gleichzeitig schulen. Geht's noch weiter nach vorne? Nee. Erste Reihe. So. Das reicht erstmal. Tageslicht brauchen die nicht. Die sollen sich konzentrieren. Warte mal. Für die längeren Sitzungen gibt es natürlich auch hier eine Kaffeemaschine. Wichtig. Allerdings brauchen die keinen Stuhl. Also ich wüsste nicht, wer da sitzen soll. Oh, ein Whiteboard gibt es auch noch. Ja, also Prestige 4 wäre schon nicht schlecht. Deswegen, aber wir haben noch gar kein Zertifikat hier. Guck mal, die ganze Wand ist noch frei. So. Das Bücherregal 2 würde sich wahrscheinlich noch lohnen, damit es mit der Weiterbildung schneller geht, oder? Das passt aber nicht. Wir haben zwar noch ganz viel Platz, aber so nicht. So. Jetzt können wir weiterbilden. Und ich würde mal sagen, fangen wir direkt an. Ross ist zwar ein Schmutzfink, aber du wirst auf jeden Fall in der Station, weil dann kannst du hier zwischen denen hin und her springen. Stopp, halt. Halt, stopp. Alles bleibt, wie es ist. So, da wirst du arbeiten. Aber der Ross Fabric, der wird jetzt weitergebildet.
In today's gossip roundup, Mrs. Eggshaw is still worried that leg cast we all know is a fake. Also Ross auf jeden Fall. Ich bin am überlegen, ob die da oben auch weitergebildet werden soll, aber dann macht die Station zu. Die Frau Orlak. Falls ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, jetzt ist es noch nicht so schlimm. Komm. Stationsverwaltung, zack, zack, Orlak und Ross. Ne, Camilla hatte ich für was anderes. Die macht Diagnose. So, fangt mal an, hier weitergebildet zu werden. Die Station, die hat jetzt heute mal geschlossen. Der Hausmeister hat Pause. Der geht ja auch nicht. Was haben wir denn da? Ah, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Geborene Mentorin will mehr Geld. Ne. Können wir ein bisschen aussortieren. Krankenpfleger, ja. Holy, was geht denn mit dem? Henry, dich kann ich niemals leisten. Genauso Amber Pfützer. Das, wie soll ich das bezahlen? Notfallfraktur. Nee, das geht gerade nicht. Dafür haben wir zu wenig Angestellte. Die sind gerade in der Schulung. Ach. 11 Leute warten schon in der Arztpraxis. Ja, nice. Also ich brauche noch einen Arzt für die Arztpraxis. Ich brauche schon eine zweite Arztpraxis. Was stimmt denn mit denen allen nicht? Sollten wir vielleicht noch eine bauen? Das ist eine gewagte These, würde ich sagen. Ja, nur mit 22.000 kann ich, glaube ich, nicht mal eben noch eine bauen, oder? Ah doch, 9.000. Das wird aber knapp. Ja, im Zweifel nehmen wir einen Kredit auf, ne? Also wie gesagt, das ist, wenn wir da mehr Kohle reinkriegen, wobei dann brauchen wir aber auch mindestens 2 neue Ärzte. Aber das nimmt langsam Gestalt an. Ich bin ja eigentlich relativ zufrieden mit. Nur wie gesagt, also neue Arztpraxis auf jeden Fall. Da brauchen wir dann noch ein bisschen Ärzte. Mit der Schulung gucken wir dann. Der Hausmeister, der ist auch schon wieder völlig überfordert. bleibt wieder einiges zu tun. Ne? Hier in Tobbletown. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.